Stimmt. Hallo Susi. Du kommst genau richtig. Sehr. Ist grad eklig. Larry Kelly, überhaupt von Clan Kelly seit Peter Kellys Tod. Verwandt mit Johnny Kelly. Lebt momentan in der Sandstone Residence. Ja. Gut, du hast hier die Dateien. Hier ist eklig. Inspektor Lau wird beeindruckt sein. Und jetzt verschwinde da, bevor jemand Hackfleisch aus dir macht. Zack, zack. Ja, was du nicht sagst. Wir gehen lieber an die frische Luft. Der Zack, Caitlin Lau hier. Ich wollte mich bedanken. Ich wäre jetzt nur noch Anschauungsmaterial für eine Anatomievorlesung oder ein Häuflein Asche. Es freut dich sicher, dass Inspektor Lau zu einem nahen Unterschlupf gebracht wurde, wo man sich um ihre Wunden kümmert. Ich werde schon wieder. Bin noch ein bisschen verwirrt von dem, was sie mir gegeben haben. Und ziemlich überrascht, dass wir auf derselben Seite stehen. Hätte nie gedacht, dass Dedzek mal mit einem Cop zusammenarbeitet. Nicht mal ein Ex-Cop. Aber ja, wir schaffen das. Gemeinsam verhindern wir, dass Mary Kelly noch mehr Leben zerstört. Genau. Ihr habt die Organisation, ich die Information. Und die Unterstützung einiger mächtiger Leute. Wenn wir das in einen Topf werfen, können wir sie ausschalten. Mary Kelly ist kein kleiner Fisch. Bagley, ich kann nicht einfach entscheiden, was mit den Dateien geschehen soll. Bringen wir alle zusammen. Ich stimme mich mit Inspektor Lau ab und bereite ein Briefing vor. Okay, fertig geredet. Wir haben heute schon einen Krankenwagen gestohlen. Sieh an. Anscheinend stehe ich euch Dedzek-Widerstandskämpfern in nichts nach. Dedzek hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Sag mal, was ist mit dem falsch? Okay, das sehe ich mal als Kompliment an, Bagley. Was wäre ein Widerstand ohne eine rotzfreche kleine KI? Er wird dir noch ans Herz wachsen. Die Irmgard hat mit uns geredet. Warum hat er mich plötzlich geschlagen? Egal wie, ich find's gut. Ja, wir sind mit Sirene gefahren. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf deiner Karte markiert. Mit Tatütata durch London. Schießtrainer. Das liegt halt so nicht wirklich auf dem Weg. Wir müssten auch eigentlich den Rechtsanwalt noch machen, ne? Wir holen mal den Rechtsanwalt und den Schießtrainer. Ich habe das Zimmern herunterladen, geladen, gestrichen. Ach so, heute. Ich wollte gerade sagen, was ist ein heruntergeladen, gestrichen? Was ist das für eine Farbe? Aber ja, ich brauche Urlaub und ich möchte zu euch kommen. Kopfhaus schalten und so. Oh nee, das ist ja hier Sperrzone. Nee, der ist nicht in der Sperrzone, der ist um die Ecke. Ich schlafe da den Hausflipper. Ja, ich nehme das Haus am See, Susi. Das da auf der Insel, das nehme ich. Entschuldigung, ich brauche kurz meinen Anwalt. Ja, okay. Ach, bestimmt eine gute Anwältin. Verzeih meine Wortwahl, aber du siehst verrückt genug aus, um die Dinge hier ändern zu wollen. Du bist von Dedzek, oder? Ich habe da etwas, bei dem ihr helfen könnt. Selbst wenn, würde ich das bestimmt nicht sagen, oder? Was gibt's? Diese Clan-Kelly-Typen sind völlig außer Kontrolle. Die haben den Laden meines Kumpels abgefackelt, weil er kein Schutzgeld zahlen wollte. Gott, das... Wie furchtbar.
Ich kenne die zwei Hauptverantwortlichen, aber die Polizei rührt keinen Finger. Also, wenn die nichts unternehmen, muss es jemand anders machen. Wir erledigen diese Gangster. Ist ein Versuch wert. Wenn du mir hilfst, stehe ich sowas von in deiner Schuld. Du kannst alles verlangen. Hab ich Mundgeruch? Ja. Ich habe Koordinaten für die zwei Kelly-Schläger. Hol dir Daten aus ihren Optics. Wenn ich eins über Menschen weiß, dann, dass in jedermanns Nachrichtenverlauf irgendetwas steckt, für den man ihn oder sie verhaften lassen könnte. Super. Ach, die sind ja auch mal wieder gar nicht weit weg oder so. Apropos Wasserhähne laufen lassen. So, ich habe letztens eine gesehen, die hat Phasmo gespielt. Ja. Da hat der Geist die Wasserhähne aufgedreht. Ja, Susi, wir müssen Phasmo spielen. Ganz bald. Das sieht nämlich, das ist alles gruseliger geworden. Da mache ich mir schon beim Zugucken ein. Jemand von den Gangstern, deren Optikdaten wir haben wollen, ist in der Nähe. Das Ziel sollte zu hacken sein. Jetzt genau. Eine Optik abgefischt. Holen wir uns jetzt die Person, die eingeweiht war. Und dann vielleicht ihre Mutter. Niemandes Daten sind sicher. Niemandes. Okay, hol mir deine Mutter. Ach, der ist ja auch hier. So. Ach, der ist woanders. Nenne Datum, Frau. Also, ich habe ja jetzt bald Urlaub. Oder du hast Donnerstagabend noch nichts vor. Können wir auch Donnerstagabend mal reingucken. Irgendwo hier muss jemand sein. Komme ich nirgendwo rein, oder? Ohne dass die mich... Was genau machen die da? Was macht der? Ist der böse? Muss entwischt sein! Ja, der ist entwischt. Geht dich nichts an. Du siehst mich nicht. Auf ihren Optics ist nichts zu finden. Sie sind schlau. Scheiße. Aber ich bin zum Glück ca. 8,61 Millionen Mal schlauer. Eine Größenordnung hin oder her. Ich konnte ihren verschlüsselten Kommunikationskanal zu einem Remote-Server zurückverfolgen. Vielleicht erfahren wir was, wenn wir uns umsehen. Aber nicht noch mehr hier umsehen. Ich muss hier raus, schnell! Lass mich raus! Ach, okay.
Was machen wir hier gerade eigentlich? Wir rekrutieren gerade die Anwältin, die wir rekrutieren sollten. Das wurde uns nämlich gesagt. Weil vielleicht ist der ein oder andere Agent von uns schon im Gefängnis gelandet. Ich weiß nicht, ob mein PC da schon wieder steht. Dann nicht. Dann vielleicht ein andermal. Aber das müssen wir wirklich machen. Hasmo. Haben wir Schnellreise. Nicht so wirklich was in der Nähe, oder? Das ist ziemlich weit weg. Während des Kampfes? Ich bin doch nicht im Kampf. Okay, machen wir hier Schnellreise hin und dann fahren wir mit dem Auto. Die Anwältin. Die Anwältin hatte auf jeden Fall gute Laune. Standard Quadrantensuche. Ich nehme den hier. Ich kann Auto fahren. Drohne, Suche initiieren. Warte, wo fahren wir eigentlich gerade hin? Fahren wir zu dem... Punkt. Ja, aber Roller ist doch noch einfacher als Auto. Mit dem Roller passe ich überall durch. Das Ziel sollte zu hacken sein. Wie soll ich jetzt da hoch? Wie genau? Ich hab keinen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Das Ding ausschalten? Drohne, sieh dich hier um. Initiiere Suchmodus. Bring das hinter uns, okay? Niemand hier. Weiter geht's. Ich kann das nicht ausschalten. Ey, das ist gemein! Wir nehmen jetzt die Irmgard. Wir haben die Irmgard rekrutiert. Dann müssen wir jetzt auch mit der Irmgard spielen. Susi, du hast Sintika-Emotes. Vielleicht würde ein bisschen Selbstjustiz die Laune heben. Erinnerung. Die Kriminellen, die wir verfolgen, haben an diesem Ort einen Server. Was schießen die denn hier so? Was ist denn da los? Ist hier was passiert? Muss hier hoch. ETF, was hat der, einen Flammenwerfer? Du machst bloß schlimmer für dich. Gegen wen kämpfen die jetzt eigentlich?
Mom hat eine Nachricht geschickt. Warte, warte. Du da! Die Irmgard. Sind denn die Leute... Von wo schießen die denn? Traut sich nicht, mich zu zeigen. Mein Aim auch schon mal besser. Problem ist, wenn ich jetzt um die Ecke gehe, schießt er doch gleich wieder auf mich, oder? Jetzt schießt nichts mehr. Greife feindliche Zielperson an. Nein, machst du nicht. Da ist es. Hier kannst du dich reinhacken. Was sieht mich? Die schießen alle auf die Omi. Wie soll ich mich dort reinhacken? Also das erstmal irgendwie ausschalten. Wo genau ist die Steuerung dafür? Das bewegt sich. I understand. Transfer abgeschlossen. Durchsucht alles. Wir haben einen Eindringling. Halte ich für ein Gerücht. Wir haben dir gerade alles geschickt, was zu finden war. Und es ist eine Menge. Darauf muss die Polizei reagieren. Wir servieren es quasi auf dem Silbertablett. Wow, ich bin schwer beeindruckt. Wenn du dich wirklich revanchieren willst, warum machst du da nicht bei DedSec mit? Wir könnten dich brauchen. Ja, ich bin bereit, etwas zu verändern. Okay, wir haben jetzt einen Anwalt. Ich habe natürlich jetzt nicht eine Stunde, weil er verletzt ist, ne? Der ist nicht im Knast, der ist verletzt. Also Philippa ist jetzt Susi, meinst du, Nico? 1337. Diese grünen Punkte. Hm.
Guck mal, wir haben ganz schön viel Geld. Wir könnten eigentlich mal ein bisschen shoppen. Nee, wir holen jetzt noch... Warte, hier war doch noch... hier. Den Profischießer. Schießtrainer. Den holen wir jetzt uns noch. Ich habe ihm uns geschenkt bekommen. Die von Syntika oder die Chonky? Deine Bekanntschaft hat wohl einiges einstecken müssen und liegt jetzt im Krankenhaus. Steht einige Zeit nicht zur Verfügung. Wenn du clever bist, solltest du einen Sanitäter für das Team rekrutieren. So verkürzt du den Krankenhausaufenthalt und holst das Teammitglied wieder ins Team. Da ist ein Sanitäter drin. Jetzt zeigst du mir auch noch einen Sanitäter an. Aber das geht immer bloß eine Stunde. Marie auch. Marie habe ich auch geschenkt bekommen. Okay, wir holen jetzt den Schießtrainer und dann holen wir den Sanitäter. Und dann ist heute wahrscheinlich schon die Zeit wieder rum. Es geht super schnell mit diesem Spiel. So. Auch ein Auto. Ja, Susi sahnt immer ab. Aber ich habe auch so 2-3 Kanäle, da habe ich eigentlich gefühlt fast immer einen Sub, obwohl ich nicht selber subbe. Du kommst näher. Die Schlampe darf nicht entkommen. Warum hat er das kaputt gefahren hier? Entschuldigung, stehen geblieben. Was machen Sie? Diese Fahranfänger. Gut, dass wir ja einmal um den Block rumgefahren sind. Ja, so Chatty ist offen und mit allen möglichen Kanälen, damit sie überall gelistet ist. Ich glaube, so ist es, Nico. Du siehst aus wie jemand, der die aktuelle Situation wirklich leid ist. Wie lustig. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Tatsächlich suche ich jemanden, der gut darin ist, sich in Orte zu schleichen, die eigentlich verboten sind. Klingt das nach dir? Wir kommen praktisch überall rein. Warum fragst du? Ich schicke dir ein paar Koordinaten. Dort ist eine Datei, die ich benötige. Besorg sie, dann können wir reden. Komm, Susi, kurze Frage. Hast du am Freitag Gregor geguckt? Ist er nicht reizend? Seine geheimnisvolle Aura fasziniert mich besonders. Und ich weiß eigentlich alles, also heißt das schon was. Ich schicke dir die Koordinaten, wenn du seiner Aufforderung Folge leisten möchtest. Luke Mukai. Boah, das lenkt sich wie ein Schiff. Fällt mir ein, ich könnte mal Dredge weiter spielen. Hm. Was ist denn hier ein Kreis? Nicht alles. Aber hast du einen Ausschnitt gesehen von seinem Just Chatting Screen? Ich habe da nämlich was gesehen. Willst du einen Zaubertrick sehen? Im Hintergrund. Du hältst dich wohl für clever, was?
Halt verdammt nochmal still, ich durchsuche... Die Koordinaten weisen zu einem Server in der Nähe. Die Datei, von der unser Freund sprach, muss darauf gespeichert sein. Ist angekommen. Hast du nicht? Ich glaube, da stand im Hintergrund die Collector's Edition von Spider-Man 2. Stillhalten beim Scannen. Ja, ich weiß. Hey. Und ich wollte jetzt von dir die Bestätigung, ob ich richtig geguckt habe oder nicht. Nein, das Moment, könnt ihr nicht machen. Wo muss ich hin? Oh, crazy. Ja, guck mal. Genau, guck mal in sein VOD. Aber ich glaube, da stand hinten im Schrank oben die Collector's Edition von Spider-Man 2. Wann kommt das denn raus? Ist das jetzt schon soweit? Hier kannst du dich reinhacken. Ich glaube, der steht hier. Hier kam ein Schatten. Oh, natürlich ein Schlüssel. Naturellement. Wo ist der Schlüssel? Oh nee! Ich glaube, das ist die Special Edition von der PS5. Wie Special Edition von der PS5? Es gibt eine Konsole im Spider-Man 2 Design. Really? Hier ist ein Hacker. Ich finde diese Person. Ja, also ist okay. Wir haben den Weg freigemacht für die Irmgard. Kugel mit deinem Namen drauf. Nichts in der Umgebung. Die ist schon draußen? Ich dachte, das ist vielleicht... Vielleicht die Collector's Edition von dem Spiel, aber das gibt eine Konsole? Alles sauber, aber ich suche weiter. Oh, wie sieht der Controller aus? Wachsam bleiben! Einfach nur rot? Kommen die jetzt hier, oder? Das ist ja, als würde man in einem Hornissennest herumstochern.
Ja, schick Foto.